Hallo und herzlich willkommen zur Videoreihe Gesunde Ernährung bei Osteoporose. Ich bin wieder bei unserer Expertin Frau Exmeier. Hallo Frau Exmeier, hallo. Schön, dass ich wieder hier sein darf. Ich bin ja inzwischen schon ein Dauergast bei Ihnen und wir unterhalten uns heute über das Thema Osteoporose bzw. Sie zaubern wieder hilfreiche Rezepte, was man dabei tun kann. Genau, das erste, was ich heute machen möchte, ist der Brokkolisalat mit Thunfisch. Klingt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht so nach Osteoporose, aber wir verwenden den Brokkoli dazu. Und der Brokkoli gehört zu den dunkelgrünen Gemüsen und die zeichnen sich aus, dass sie einen hohen Kalziumanteil haben. Und wir haben natürlich auch in der Marinade, die wir dafür verwenden, einen großen Anteil Joghurt drinnen. Ich habe hier hinten schon mal Brokkoli aufgestellt, der gart im Dämpfer. Ich möchte aber noch ganz gern was dazu sagen, denn viele werfen diesen Brokkoli-Stiel immer einfach weg. Ich schneide ihm hier mal unten den Anschnitt weg. Und dann kann man den nämlich schön abziehen, zieht sich hier diese Haut oder diese Schale zieht sich gut ab. Und was übrig bleibt, ist ein ganz zarter Strunk. Geht wunderbar weg hier. Das ist ähnlich wie beim Kohlrabi, ne? Da kann man die Schale auch so abziehen. Aber diesen Strunk, den kann ich jetzt schneiden in kleine Würfel und gebe es dann, wenn es geschnitten ist, hinten noch zu meinem Brokkoliröschen dazu und dann ist auch die Garzeit ungefähr gleich und dann können wir es verwenden. So, ich nehme mir hier meine Teigkarte und gehe noch mit hinter. Sie könnten in der Zwischenzeit schon mal das Joghurt hier in die Glasschale reingeben. Okay. Während ich das hinten reingebe und noch mitgabel. Prima, ich nehme mal die Schalen zur Seite. Haben Sie noch so einen Blaster? So einen Teigschaber für macht es immer ganz wunderbar sauber, der Teigschaber. Ja. Wir geben ein bisschen Pfeffer mit rein. Ja, bei Osteoporose ist ja wichtig, dass wir den Schneebesen nehme ich nochmal. Bei Osteoporose kommt es ja hauptsächlich darauf an, dass wir unsere Knochen stärken. Osteo ist der Knochen, Poro ist das Loch. Also das heißt, die Osteoporose ist die Krankheit der löcherlichen Knochen. Und damit diese Löcher eben nicht entstehen, versuchen wir mit ausreichend Kalzium, was ja ein wichtiger Baustein für unsere Knochen ist, dem vorzubeugen oder eben einen weiteres Fortschreiten der Krankheit zu verhindern. Genau. Da ist das Joghurt schon mal ganz gut. Dazu gibt es noch ein hart gekochtes Ei, das wir mit reingeben. Und ich habe deswegen noch den Schneebesen da gelassen, weil dieses Eigelb, das wir jetzt dann vermischen, macht die Soße noch mal extra cremig. So, eigentlich gar nicht so einfach, das hart gekochte Ei zu schälen. Wir kriegen es in kleine Würfel, indem wir es durch den Eierschneider einmal so drücken. Dann nehme ich es quer und drücke es nochmal durch den Eierschneider und dann direkt rein. Und wenn wir es jetzt vermischen, vermischt sich das Eigelb praktisch mit dem Joghurt und macht eine ganz sämige Soße. In der Art von einer Mayonnaise, ohne dass man eine Mayonnaise gemacht hat mit sehr viel Fett. Aber das hängt dazu. Ich habe mittlerweile schon den Brokkoli gegart. Ich habe ihn hier auf so einem Dämpfer gegart. Ja. Da behält er wunderbar die Farbe und verkocht nicht so und ist dann auch nicht so wässrig für unsere Soße. Ich gebe es jetzt einfach, können wir den raustun, den Schneebesen. Okay. Dann nehmen wir den Teigschaber einfach wieder und wir vermischen jetzt alle Zutaten. Und was dann noch das Besondere an diesem Salat ist, wir wollen ja wieder einen Salat haben, der uns wirklich reichlich Kalzium bietet. Also durch den warmen Brokkoli löst sich jetzt nochmal das Joghurt und schlüpft schön rein. Und dann haben wir hier noch den Bergkäse. Käse ist ganz wunderbar für unsere Kalziumversorgung. Alles Wertvolle aus der Milch bleibt im Käse übrig. Eigentlich nur das Wasser und die Molke verschwindet. Alle Mineralstoffe, das Eiweiß, also auch das Kalzium bleibt drinnen, bleibt für Sie erhalten. Und je fester der Käse ist, ja, umso weniger brauchen Sie eigentlich, um Ihren täglichen Kalziumbedarf zu decken. Was ganz lecker dazu schmeckt, ist noch der Thunfisch. Den gibt Thunfisch im Saft und nicht im Öl, um auch wieder
Energie zu sparen, aber ich hatte es, glaube ich, schon raus. Mhm. Und dann können wir eben gut vermischen. Ja, sieht sehr gut aus. Riecht dann hole ich gut. Uns noch einen schönen Teller und dann können wir schon was dran machen. Ich nehme das hier mal kurz in die Kamera, dass die Zuschauer auch sehen können, was hier Leckeres passiert. Und man muss jetzt hier gar nicht weiter abschmecken oder sonst was machen. Ich habe den Brokkoli über Salzwasser gedünstet oder gedämpft. Mhm. Und der Bergkäse und gibt alles nochmal so viel Aroma ab, auch der Thunfisch, dass wir jetzt einen wunderbaren Salat haben. Ist auch für einen Sommerabend einfacher Salat zum Sattessen, wo wir alles Gute drinnen haben. Ja. Dann mache ich das mal auf den Teller. Genau. So. Wunderbar. Und unser Auge isst ja immer mit und ich finde diese wunderbare grüne Farbe, wenn das Gemüse nicht so verkocht ist, macht einen viel mehr Appetit. Ja. Und ein bisschen Käse mit drauf. Ja, sehr schön. Sie haben mit einer Portion von diesem Brokkolisalat mit Thunfisch und Bergkäse 925 Milligramm Kalzium. Also ein Erwachsener sollte so zwischen 800 und 1200 Milligramm Kalzium pro Tag zu sich nehmen. Da haben wir nur mit dieser Portion unseren Tagesbedarf eigentlich schon gedeckt. Und das soll unser Ziel sein. Schmackhafte Gerichte, mit denen wir auch für unseren Körper etwas Gutes tun, auf einfache Art und Weise zubereitet. Da bleibt uns jetzt eigentlich nur noch, wir wünschen Ihnen einen guten Appetit.